Hallo liebe Fans japanischer Armbanduhren. Heute möchte ich euch einen spannenden Quarzchronographen von Seiko vorstellen. Es handelt sich dabei um ein Modell mit dem Spitznamen Cäsar. Wir kommen gleich noch darauf, wieso das so heißt. Und zwar um den gelben Cäsar Chrono. Den gibt es noch in Schwarz und es gibt in Schwarz und Gelb jeweils noch Dreizeigermodelle, die auch Cäsar genannt werden. Es handelt sich hierbei um die Uhr mit der Referenz SNDA 15P1 oder die Modellbezeichnung 7T92 0JG0. Hergestellt wurde dieses Modell etwa 2000 bis 2008. Dieses hier ist von November 2007. Es ist leider nicht mehr verfügbar und wird mittlerweile als sehr selten gehandelt. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Wir haben hier einen von den Dimensionen sehr massiven Chrono. Fangen wir mal mit den Abmessungen an. Wir haben hier einen Durchmesser ohne Krone von 46 mm, eine Dicke von ca. 13-14 mm. Der Abstand der Bandaufnahmen sind 50 mm und die Bandaufnahme hier hat eine Breite von 20 mm. Das Band setzt aber deutlich breiter hier an. Die Uhr besitzt Leuchtmasse, das Seiko-eigene Lumibright, auf den Markern und den Zeigern, sogar auf dem Sekundenzeiger, der links läuft. Die Lünette hier ist einseitig drehend, also links drehend und läuft also sehr satt und klackert wirklich sehr schön. Greift sich natürlich aufgrund dieser massiven Lünette mit diesen Kanten kinderleicht. Hat eine schwarze Datumsanzeige auf 3 Uhr. Der Chronograph hier misst bis 12 Stunden und das in 20. Sekundenschritten. Die Krone und die Pusher sind hier verschraubt. Das heißt, um den Chronograph vorzuführen, muss ich die einmal entriegeln. So, ich glaube, das reicht schon. So, und da läuft er los. Stoppen wir. Und da ist er wieder auf Null. Jetzt kann man die auch wieder verschrauben. Das Armband besteht aus Edelstahl. Hier hat es noch die volle Länge. Die Bandglieder sind massiv und poliert an der Seite. Matt auf den großen Flächen und poliert auf den Zwischenstücken. Die Bandaufnahmen sind massiv. Die Schließe hier besitzt einen Sicherheitsverschluss und nochmal die Drücker auf der Seite und hat hier nochmal eingeklappt eine Taucherverlängerung. Das Uhrglas ist hier kratzfestes Hartlecksglas, was kaum spiegelt und einen tollen Blick aufs Ziffernblatt zulässt. Hier drin verbaut ist ein japanisches Quarzwerk, das 7T92. Die Uhr ist ein echter Diver, also wir sehen es hier, wenn man es schafft, ja, Divers 200 Meter. Das heißt, das ist nicht nur theoretisch druckgeprüft, sondern das ist tatsächlich eine richtige Tauchuhr, der man auch wirklich tief abtauchen kann. Ich lege die mal für euch an. Ich muss dazu sagen, ich habe eher sehr kleine Handgelenke. Das heißt, die Uhr ist mir vielleicht etwas groß, aber trotzdem sehr cool. So, sieht man es. Also,
Auf jeden Fall macht die schon mächtig Eindruck. Wirklich ein cooles Teil. Vielleicht noch zur Gestaltung. Ich halte mal einfach die Turtle daneben, dass man so einen Größenvergleich auch hat. In der Gesamtbreite ist da kein riesiger Unterschied, aber dadurch, dass die Lünette hier bis nach außen geht, während die wirklich kleiner ist, ist das ein ganz anderer Größeneindruck bei der Cäsar. Letztens hat jemand die mit der Monster verglichen, rein von der Gestaltung. Würde ich vielleicht nicht ganz zustimmen. Die Bandaufnahmen hier von der Seite, die übrigens durchbohrt sind, erinnern mich eher an die Samurai. Ach, zum Namen Cäsar. Man erkennt quasi hier schon quasi den Lorbeerkranz oder die Krone, die sich auch hier unten ins Gehäuse fortsetzt. So, das war der gelbe Cäsar Chrono. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr die Uhr mal seht, ist mittlerweile wirklich sehr schwer zu bekommen. Gelegentlich trifft man auch die schwarze noch an. Schlagt mal zu, wie oft bei Seiko-Modellen, die Bilder werden der nicht gerecht. Wenn ihr also eher kräftige Handgelenke habt und ein bisschen was Auffälligeres haben wollt, ist eine richtig tolle Uhr. Die hat nicht umsonst Fans. Immer wieder geht es mir so, dass wenn ich eine Uhr bekomme, die eine große Fangemeinde hat und mir auf Bildern gar nicht so gefällt, sobald man die in der Hand hat, weiß man, warum die so viel Fans hat. Weil es dann einfach in echt ein ganz anderer Eindruck ist als auf Bildern. Wenn sich jemand von euch gerne weiter zum Thema japanische Armbanduhren austauschen möchte, viele spannende Uhren sehen will oder seine Uhren vorstellen will, schaut mal auf die Facebook-Gruppe Japanische Armbanduhren. Da sehen wir uns wieder und können uns gerne zu dem Thema austauschen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, bleibt in der Zeit.